Willkommen zurück zu Bioshock. Wir sind in diesem Trainingsgelände für Big Daddies und müssen die Little Sisters beschützen, damit wir hier wieder rauskommen. Denn nur sie können diese komischen Türen öffnen, die uns den Weg versperren. Eine ist uns ja beim letzten Mal leider gestorben. Tut mir wirklich sehr leid, aber man kann es ja nicht ändern. Komm, Kleine. Dich versuche ich mit meinem Leben zu schützen, aber irgendwie klappt das nicht ganz so gut. So. Vor allem, wie grausam das ist. Sie sind eigentlich von ihrem Zwang befreit, wie das Ding schon gesagt hatte. Tannenbaum. Aber irgendwie kommen sie nicht darum, Adam zu sammeln. Wow. Na gut. Was haben wir denn hier? Das ist so ein komischer Flammenwerfer. Ich glaube, der macht die Dings kaputt, die Little Sisters, oder? Auch die Kameras haben ja mich jetzt nicht angegriffen. Ah ja, okay. Gehackt ist gehackt. Wo ist sie denn eigentlich? Na komm. Ich bin soweit. Mir nach, im Laufschritt. Böser Hai. Oh Gott. Ich bin soweit. Putzig, aber echt zu langsam für meinen Geschmack. Test-Subject Nummer 2. Okay, hier wird es sich dann gleich wieder zu schaffen machen und dann werden wieder ein paar Splicer kommen. Da bin ich mir sicher. Wow. Okay. Gehen wir, Mr. Bubbles. Sieh dich vor. Die Ernte wird bestimmt die Splicer herlocken. Ich sehe Adam, Mr. B. Komm, gehen wir. Oh Mann. Ja, man hört sie schon. Ein schöner Oh Mann. Mr. B. Komm, Mr. Bubbles. Da hinten. Voll in die Falle gelaufen. Geil. Er sieht traurig aus, Mr. B. Superb. Ich bin ein braves Mädchen, Mr. B. Komm noch, welch oder war es das nun? Ich sehe. Ah, okay, stimmt, der ist ja nicht wirklich anfällig. So. Yay. Sehr gut. Er sieht traurig aus, Mr. B. Cool. Ich bin soweit. Ja, das ist sehr schön. So. Fuchs, du hast die Sand gestohlen. Ich weiß, du bist hier. Ja, hier bin ich. Sammeln ist toll. So. Es macht mich zu was ganz Besonderem. Ja, du bist wirklich was Besonderes. Gehen wir, Mr. Bubbles. Besonders gefährdet. Ah, Mann. Okay. Komm, gehen wir. Ach, jetzt läufst du, oder wie? Na denn, hopp, hopp. Mach mir die Tür auf. Gehen wir, Mr. Bubbles. Oha. Ich bin soweit. Ist der jetzt böse? Bitte nicht. Meine Güte. So, was haben wir hier? Genbank brauche ich nicht. Oh, ein bisschen Munition kann ich schauen. Was? Ist doch gar keiner da. Mann. Ich komme irgendwie gerade nicht weg vom Fleck. Autsch. Ganz toll, ey. Kamikaze-Aktionen? Oh, was ist hier los? Oh, tu ihm weh, Mr. B. Tu ihm weh. Meine Güte. Gehen wir, Mr. Bubbles. Ich werde nicht sagen, dass es nervt, aber das nervt. Mr. Bubbles. Oh. Und einmal Strom, weil das so viel Spaß macht. Nicht da reingehen. Oh. Verrückt, diese Kleinen. Was? Ich bin soweit. Hm. Wie ist das?
Aber wie kann ich im Wasser nicht schnell gehen? Ach, wir gehen einfach weg. Lalalala. So, ein Verbandskasten. Sehr schön. Sag mal. Hilfe! Oh nein. Toll gemein, dass so ein fetter Automat steht. Wo ist sie denn? Mann. So. Das ist echt gemein. Oh, jetzt bin ich dran, oder was? Nochmal. So. Das Ding kann auch gleich mal dran glauben. Meine Güte. Ganz schön tricky hier. Ich hänge auch öfter irgendwo fest, muss ich sagen. Oh, ein Eisbärsch. Okay. Gut, wenigstens ist dieser Schacht gleich in der Nähe. Klopf, klopf. Krebsmenschen. Kommt er denn hin? Her. Ach ja. So, du darfst da wieder ein bisschen dran rumsaugen, deine Spritze. Bei dem hier kann ich das Ädern riechen. Das war ein schöner Engel. Hallo. Mach dieses Nachladen, ey. Hilfe! Was? Das ist meine kleine Little Sister. Meine Güte. Wie oft habe ich jetzt schon meine Güte gesagt? Zählt das irgendwer? Oh. Krass. So. Ey, komm mir nicht zu nah. Normales Mädchen. Zu normal. Ich bin ein braves Mädchen, Mr. Bean. So, hat sich erledigt. Fuchst du? Mann. Wo kommt der denn eigentlich mal her? So, können wir. Oh, wo kommt er denn jetzt schon wieder her? Ja. Es tut mir leid, wenn ich wieder ein bisschen verpeilt bin in den letzten Parts. Ich weiß auch nicht zur Zeit. Ist da irgendwie der Wurm nur, wenn ich Bioshock spiele? Alter. Guck mal, überall Blut. Oh mein Gott. Ruhig bleiben. Oh nein. Ouch. Zum Teufel! Das kam jetzt überraschend. So. Also die Sounds jetzt sehr leise, aber ist ja nicht so schlimm. Ich weiß auch nicht, vielleicht liegt das auch nur an mir. Ich brauche Explosivschrot. Besser ist. So. Was? Reißverschluss? So. War's das jetzt mit dir? Diese ganzen krassen Soundbugs. Die Mädchen bleiben besser bei dir. Lieber bei dir, als allein in der aufziehenden Dunkelheit. Ja, okay, wenn du das sagst. Ich meine, zwei sind wegen mir schon gestorben, aber... Ach, sie wird schon wissen, was sie da sagt und sie vertraut mir. Und wahrscheinlich ja richtig zu machen. So. Was ist das eigentlich? Eine Schildkröte? Ja, eine tote Schildkröte. Krass. Okay. Ha, mit der Dose wäre vielleicht ein normaler Arbeiter zufrieden oder so ein Bürohengst. Aber ich brauche mehr, mehr, mehr. Ich will mich so lange spleißen, bis nichts mehr da ist. Oh mein Gott. Jetzt ist es nicht mehr weit. Fontaine ist ganz in der Nähe. Okidoki. Ja, viermal Adam.
Geht's jetzt schlafen? Leute, ich glaube, wir stehen vor dem Finale. Also, da passiert jetzt nicht mehr viel. Explosivschrot werde ich mal noch herstellen. Autohacker kann ich eigentlich, glaube ich, nicht mehr gebrauchen. Oha. Begleite die Little Sister. Okay. Was? wo bist du denn, Kleine? Ach da. Vielen Dank. Fontaine wartet oben. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Vergewissere dich, dass du bereit bist, ihm gegenüberzutreten, bevor du weitergehst. Ja, das werde ich tun, Leute. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt schon am Finale sind. Aber dem ist wohl so. Da geht es dann Richtung Fontaine. Ich gucke mich jetzt hier nochmal ganz schnell um. Und ionischer Schrot. Und ich würde sagen, aufgrund der paar kleinen Soundbugs werde ich das Spiel nochmal ganz kurz beenden. Das ist ja für euch ja nur ein ganz kleiner Cut. Und ja, dann hoffe ich, dass wir das jetzt hier glatt über die Bühne kriegen. Irgendwie zumindest. So. Ein paar Ü-Spritzen, ne? Und was kann ich noch mitnehmen? MG-Patronen. Ja, warum nicht? Bisschen Schrot vielleicht noch. Ich glaube, Splittergranaten. Dreimal, da haben wir 11 von 12, das bringt nicht viel. Ja, okay. Okay, Leute. Das war's. Ich denke, ich bin bereit. Ich hoffe es zumindest. Ich mache jetzt hier einen kleinen Cut und dann geht's. Ja. Auf zum Finale. So, auf geht's nach Fontaine. Oh Mann. Da bin ich ja mal gespannt. Ich habe den Kampf gar nicht mehr so einfach in Erinnerung. Wünscht mir Glück. Also ich glaube, das werde ich brauchen. Der scheint sich ja echt ganz schön mit Adam gespliced zu haben. Wenn wir ihm das Teil oder das Zeug schon entziehen müssen mit der Spritze der Little Sister. Eieieiei. Das kann was werden. Fontaine. Okay. Puh, Finale. Das kam mir schneller als erwartet. Ich hätte gedacht, wir brauchen noch einen Part danach, aber ja, so schnell kann es gehen. Puh. Leute, ich bin irgendwie ein bisschen hibbelig gerade. Ich habe noch so in Erinnerung, dass ich da echt oft gestorben bin damals. Sehr oft. Aber vielleicht ist es auch einfacher, als ich denke. Genug Munition sollten wir ja haben. Ich habe nicht nachgeladen. Verdammt. Das ist wieder so typisch für mich. Ich kann mich noch erinnern, wie diese Frau und ich dich in das U-Boot gesetzt und dich nach oben geschickt haben. Da warst du höchstens 2 Jahre alt. Ja, du warst mein Ass im Ärmel. Aber du warst für mich auch fast sowas wie ein Sohn. Und deswegen schmerzt es jetzt. Verrat, Kleiner. Manches im Leben tut einfach weh. Okay. Oh mein Gott. Finde Fontaine, ja. Fontaines Adam. Soll er jetzt einfach rangehen? Komm schon, Kleiner. Oh du mein Gott. Wissen, ha? Ja. Oh Gott, was ist nur mit dir los, ey? Oh. Okay, der Kampf geht los. Oh. Wow, 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 wow. Leute. Krank. Meine Güte, treff ich ihn überhaupt? Ja, ich treff ihn. Okay, okay. Okay, Strom tut ihm so gut wie gar nichts. Ich weiß nicht, was ich da noch nehmen soll. Wow. Nein, da wird auch Cyclone Trap nichts bringen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ja. Autsch. Ich glaube, der hat irgendwann immer neue Plasmide.
in Benutzung. Jetzt ist es eben gerade Feuer. Wow, 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 wow. Oh Gott. Was ist denn los mit ihm? Das ist echt hart. So würde ich auch gern abgehen können, aber ich meine... Natürlich bin ich eine Art Big Daddy, aber was er da ist, möchte ich auf keinen Fall werden. Ah, okay. Ja, hängt der jetzt irgendwo gerade fest? Ich glaube, der hängt fest. Sehr schön. Ah, warte mal, Feuer. Vielleicht bringt es da Eis. Ja. Sehr gut. Okay. Schnell ran da. Oh, meine Güte. Jetzt Feuer. Oh nein. Bots, irgendwelche doofen Bots. Ich habe jede Menge Schläger, die mich beschützen, während ich neue Kräfte sammle. Hilfe! Oh, nachladen. Oh Gott, das ist krank. Meine Güte. Oh! Hier, bitteschön. So. Schnell wieder hier hoch. So. Okay. Sehr gut. Autsch! Ah. Strom. Okay. Das mache ich nur gegen Strom. Meine Güte. Oh, Splicer. Okay. Einfach drauf, was das Zeug hält. Alter, wie wahnsinnig das ist. Okay. Ich kümmere mich gar nicht um die ganz normalen. Ich laufe jetzt einfach hin und her. Meine Güte. Okay, 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 okay. So, am besten mal vielleicht ein paar Brandbolzen. Wow, ja, ich gebe mein Bestes. Ich gebe doch mein Bestes. So. Sehr schön. Oh, gut, 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 gut. Oh, oh. Oh, nein, nachladen nicht gut. Ja. Aha. Komm schon, nur noch ein bisschen. Gut, 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 gut. Leute, ich glaube, wir haben es gleich. Wow. Und... Nein! Ein Schuss! Ach, der hat gesessen. Schnell da hoch. So. Ah, sehr gut. Okay. Haben wir's? Oh mein Gott. Ich habe dich erschaffen lassen. Ich habe dich an die Oberfläche geschickt. Ich habe dich zurückgeholt und dir gezeigt, was du bist und was du kannst. Sogar das Leben, an das du dich zu erinnern glaubst, ist etwas, das ich mir ausgedacht und dir in den Kopf detoniert habe. Also... Alter! Ich hab's geschafft! Genial! Man hat dir die ganze Stadt angeboten. Und du hast sie abgelehnt. Und was hast du stattdessen gemacht? Das, was ich von dir erwartet habe. Du hast sie gerettet. Du hast ihnen das eine gegeben, das man ihnen weggenommen hatte. Eine Chance. Die Chance zu lernen. Die Chance, Liebe zu finden. Zu leben. Und was war am Ende deine Belohnung für alles? Du hast es nie erzählt. Aber ich glaube, ich weiß es. Eine Familie. Ja,
Und da ist es auch schon vorbei, so ganz ohne Credits. Ich würde sagen, die stellen wir doch gleich mal und lassen die durchlaufen. Ja Leute, was soll ich sagen? Bioshock ist vorbei. Das ging ja dann am Ende doch schneller, als ich dachte. Puh, was ein Kampf. Ja, Fontaine ist tot, aufgesogen, aufgesaugt von den Little Sisters. Ja, sie waren zwar gut, aber ihren Trieb, dann eben das Adam aus den Körpern zu saugen, blieb erhalten. Ja, was wir da jetzt gesehen haben, war das gute Ende. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das schlechte Ende ist. Muss ich passen, leider. Kein Plan mehr. Könnt ihr euch ja mal auf YouTube anschauen. Ich glaube, beim ersten Mal hatte ich das böse Ende, weil ich einfach mal wissen wollte, wie es so ist, was passiert. Aber ich habe null Erinnerungen, also keine Ahnung. Das ist, als hätte ich, ja, mein Gedächtnis verloren, was das angeht. Ja, was bleibt noch zu sagen? Wir haben auf jeden Fall die Little Sisters gerettet und sind mit denen an die Oberfläche zurück. Ich weiß nicht, Rapture steht da unten wohl noch. Keine Ahnung, was damit passiert. Wahrscheinlich ist es einfach so geblieben, wie es ist. Wenn dann noch Splice herumlaufen, sind sie da. Ich bin echt gespannt, wie das im zweiten Teil erklärt wird. Ob das denn überhaupt in der Zukunft spielt oder eher ein Prequel ist oder... Ihr versteht, wie ich meine. Kann ja sein, dass das Ganze irgendwie noch vor Bioshock 1 spielt. Was ich nicht glaube. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was mich da erwartet. Fand Bioshock 1 klasse, habt ihr hoffentlich auch gemerkt. Ich meine, mein erstes PC-Let's Play, da ist das alles immer noch nicht ganz so perfekt. Aber ich denke, das wird sich jetzt mit der Zeit legen und im zweiten auch schon besser werden. Ja, wie das Ganze dann mit Bioshock Infinite zusammenhängt, ich habe keine Ahnung. Ich fand das Ende eigentlich, muss man sagen, so eine kleine Sequenz reingehauen. Ehrlich gesagt fand ich das sogar ein bisschen schwach. Ich meine, gut, man sieht sich nicht mehr wirklich. Man sieht, wie man stirbt. Man hat ja die tätowierte Hand gesehen, das Handgelenk. Und dann war es das auch schon. Also, an sich Bioshock, hammergeile Atmosphäre. Die Story ist auch mega genial. Zum Schluss, dass man eben so mit so einer kleinen Sequenz abgespeist wird. Bisschen schade, hätte man ruhig noch ein bisschen mehr machen können. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht wird man ja auch mit Bioshock 2 oder Infinite und dann Burial at Sea mit dem DLCs belohnt dafür, dass man jetzt im ersten Leben noch nicht alles erfahren hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei allen, die zugeschaut haben. Es war mir wie mein Vergnügen, das für euch zu spielen. Ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie ich. Und ich freue mich darauf, euch wiederzusehen oder zu hören oder zu, ja, mit euch zu schreiben, wenn es in Bioshock 2 weitergeht. Spätestens da, hoffe ich. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.